Die Computerspielschule Greifswald hat in der Woche vom 20. Juli bis zum 24. Juli wieder ihre alljährliche Sommer-Eventwoche ausgetragen. Das erste Mal seit dem Umzug im März 2020 in das Jugendzentrum Klecks. Den Mitarbeitern der CSG ist sehr wichtig, dass für jeden etwas dabei ist. Im Prinzip zur Planung unseres Sommerprojektes gehört immer eine Teamsitzung dazu, in der sämtliche Mitglieder der Computerspielschule ihre Vorschläge einreichen. Darunter zählten beispielsweise auch innerhalb dieser Woche ein Mario Kart Turnier, ein Super Smash Bros Turnier. Aber auch halt eben gab es die Meldung, dass wir gerne Pen and Paper bzw. ein Rollenspiel anbieten wollen, weil Rollenspiele gerade jetzt zur Corona-Zeit sich auch sehr gut anbieten würden, um sensible Themen anzusprechen, weswegen wir heute beispielsweise das Thema Schwarzer Tod, also sprich die Pest im Mittelalter, ansprechen und verschiedene Aspekte aus der Perspektive von Kindern, dessen Position die jeweiligen Spieler einnehmen werden, so ein bisschen beleuchten. Die ins Mittelalter versetzten Spieler wurden mit der Pest konfrontiert und konnten so einen Eindruck bekommen, wie in der damaligen Zeit mit einer Pandemie umgegangen wurde. Bevor sie jedoch tief in das Abenteuer eintauchen konnten, mussten die Teilnehmer zum Anfang ihre eigenen Spielcharaktere erstellen. Unter anderem gehörte dazu, sich eigene Fähigkeiten auszudenken und sogar Schwächen und Stärken zuzuweisen. Dabei stand ihnen Spielleiter Franco mit Rat und Tat zur Seite. Denn neben den Veteranen waren auch Neulinge dabei, die durch die zwei Eventtage zum Thema Pen and Paper ihre ersten Erfahrungen mit dieser Art des Rollenspiels mitnehmen konnten. Pen and Paper ist, ja, im Prinzip lässt es sich am einfachsten mit einem Videospiel vergleichen, dem man den gesamten digitalen Aspekt so ein bisschen versucht zu entreißen. Wir haben verschiedene Charaktere, wie in einem Videospiel auch, die als Protagonisten agieren und eine Geschichte erleben, die vom Spielmeister erzählt wird, und sie können über den Spielmeister mit der Spielwelt interagieren. Beispielsweise, wenn Sie wissen wollen, wie es in Ihrer Umgebung aussieht, so muss der Spielmeister Ihnen beispielsweise sämtliche Eindrücke, Sinneswahrnehmungen, Örtlichkeiten genauestens erklären, damit Ihre Fantasie so gut wie möglich angeregt wird und Sie möglichst ein immersives Spielerlebnis haben, das Sie ja so ein bisschen in Ihren Bann ziehen soll. Aber Immersion, also das Eintauchen in die Geschichte alleine, macht ein Rollenspiel nicht aus. Es braucht auch Interaktion. So hat Spielleiter Franco die Spieler nach und nach mit zunehmend schwierigeren Situationen konfrontiert, um die vorher vergebenen Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Neben der richtigen Strategie spielt dabei auch das Glück eine entscheidende Rolle. Denn ob die eingesetzte Aktion Erfolg hat, entscheidet letztendlich der Würfel. Damit alle Hindernisse bewältigt werden können, müssen die Protagonisten im Team arbeiten, um so die Stärken von jedem Einzelnen zur Geltung kommen zu lassen. Wer nun selbst Lust bekommt mitzumachen, braucht nicht traurig sein. Auch in Zukunft soll es in der Computerspielschule die Möglichkeit geben, mit Stift und Papier in fesselnde Geschichten einzutauchen. Denn die Sommer-Eventwoche ist nicht das einzige Projekt der Computerspielschule. Über das umfangreiche Angebot für Kinder und Jugendliche können Sie sich unter der eingeblendeten Internetadresse informieren.